Weltweit widmen sich Medizinerinnen und Mediziner der Wissenschaft. Sie alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Erforschung von Krankheiten und Therapien zum Wohle des Patienten. Der Erfolg medizinischer Studien hängt von einer effizienten Planung und standardisierten Dokumentation ab. Dies erfordert viel Know-how. Wie wäre es, wenn wir dieses Wissen teilen würden? Das Portal für medizinische Datenmodelle ermöglicht die Wiederverwendung von bewährten medizinischen Formularen und ist daher als europäische Forschungsinfrastruktur anerkannt. Schon heute wird das MDM-Portal weltweit aktiv von Medizinforschern genutzt. So wird im Zeitalter der Digitalisierung ein effizienter Wissenstransfer ermöglicht. Das MDM-Portal ist im Internet frei zugänglich und für wissenschaftliche Zwecke kostenlos nutzbar. Es ist Europas größtes Register für medizinische Formulare und der Inhalt wächst, dank steigender Nutzerzahlen, kontinuierlich an. Alle neuen Portalinhalte unterliegen strengen Qualitätskriterien und werden durch unsere Mediziner sorgfältig überprüft. Die Formulare sind in den Standardformaten für medizinische Studien, CDISC, ODM, sowie in über 15 weiteren Formaten hinterlegt. Durch die Verwendung von UMLS-Codes sind alle Formularinhalte standardisiert und sprachunabhängig. Verfügbar sind die meisten Inhalte in Englisch und Deutsch, teilweise sogar in bis zu 50 weiteren Sprachen. Da Formulare in viele verschiedene Formate exportiert werden können, sind sie für alle typischen Datenbanken nutzbar. Das richtige Formular wird leicht über das Inhaltsverzeichnis gefunden. Hier sind die Formulare nach Dokumentationssystem und medizinischer Fachrichtung sortiert. Die Volltextsuche ermöglicht außerdem die gezielte Suche nach einem bestimmten Formular. Treffer werden nach Relevanz sortiert. So werden häufig genutzte und besonders gut bewertete Formulare schnell gefunden. Die DOI verweist zusätzlich auf eine Zitation in einer wissenschaftlichen Publikation. Diese kann unkompliziert recherchiert werden. Das Formular kann sofort ohne Änderungen in die eigene Datenbank exportiert werden. Es lässt sich aber auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen, indem fehlende Items hinzugefügt werden. Dies geschieht mit Hilfe des ODM-Editors. Hier wird das fehlende Item in das entsprechende Textfeld eingegeben. In einer Auswahlliste werden die häufigsten UMLS-Codes für das gesuchte Item angezeigt. Aus diesen kann ein Vorschlag ausgewählt und bei Bedarf bearbeitet werden. Nun wird das neue Item dem Formular hinzugefügt. Das abgeänderte Formular kann vor dem Export auch noch mit Kolleginnen und Kollegen überall auf der Welt abgestimmt werden. Anschließend kann im MDM-Portal eine DOI beantragt werden. Zum Schluss wird das abgeänderte und abgestimmte Formular in die eigene Datenbank exportiert und steht dann für eine Datenerhebung zur Verfügung.